Hallo, grüße euch, Barack My Life, ich bin der Bit und wie immer herzliche Grüße aus Paraguay. Heute wieder einige Antworten bzw. habt ihr immer wieder gefragt über Immobilien. Jetzt haben wir wieder ein neues Objekt, von daher werden wir euch ganz kurz präsentieren. Okay, also falls ihr Interesse habt, einen kleinen Haus mit 1,4 Hektar, bleibt einfach dran. Okay. Also ganz kurz nochmal, das Haus wurde als Wochenendhaus benutzt. Ist ein kleines Haus, befindet sich direkt am Fluss, also hat Zugang zum Fluss, ist in dem dritten Departamento Cordillera. Dazu gebe ich euch nochmal in schriftlicher Form einige Hinweise, was natürlich wichtig ist. Okay? Also wie gesagt, es wird aus familiären Gründen veräußert. Also das Ehepaar ist schon etwas älter geworden. Die wohnen in Asunción und es ist einfach zu weit, nach Piribebuy zu kommen und das Leben zu genießen. Es ist leider so, dass wir alle älter werden. Also, kleinen Tipp, das Haus ist etwas renovierungsbedürftig. Klar, es wurde schon seit einigen Monaten nicht mehr richtig benutzt. Und von daher sollte man da einiges Geld nochmal reinrechnen und dazu rechnen an Renovierungsarbeiten. Aber sonst, die Lage ist top, ruhig. Es ist, wie gesagt, ca. 9 Kilometer vom Asphalt entfernt. Also von daher nicht direkt am Asphalt, hat natürlich seine Vorteile. Es ist direkt am Fluss und es ist top ruhige Lage. Okay? Und wie gesagt, die weiteren Einzelheiten gebe ich euch in der schriftlichen Form. Ja? Viele von euch fragen auch noch, welche Art von Immobilien haben wir? Also es gibt grundsätzlich zwei Tipps. Einmal unsere eigenen Immobilien bzw. die dem Team gehören. Und die zweite Sache ist Immobilien, die wir vermitteln. Also in dem ersten Fall bei eigenen Immobilien nehmen wir natürlich keine Cottage. In dem zweiten Fall nehmen wir 5% Cottage von dem Käufer. Okay, also das nochmal kurz zur Erinnerung. Bis dann, mach's gut. So, ich hoffe, das Haus hat euch gefallen. Falls ja, bitte Kommentare unten und wie gesagt, ihr habt immer meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer, WhatsApp. Also Besichtigungstermine bitte einfach anrufen und den Termin gerne vereinbaren. Okay? Nochmal eine Bitte an euch, falls ihr andere Immobilien braucht, einfach Bescheid geben, unten in den Kommentaren bitte Likes nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Okay, also bis dann, mach's gut, ciao, ciao.